Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir Übungen für ein vitales, bewegliches Becken, für einen elastischen, kraftvollen Beckenboden. Da kommt die Lebensfreudigkeit, das Wurzelchakra ist in diesem Bereich. Und wenn du ein gesundes Becken hast, ein vitales Becken, dann richtet sich auch deine Wirbelsäule leicht auf und du spürst einfach diesen Power, der da hochsteigt. Wir beginnen gleich mit der ersten Übung im Liegen. Und zwar legst du dich hin. Du kannst den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel nehmen, die Arme so ausbreiten. Und dann gehst du einfach mal ausatmend so zur Seite. Kommst wieder in die Mitte. Und ausatmet mit dem linken Fuß wieder nach rechts. Machst das ein paar Mal. Eine gute Übung für dein Becken, für deine Hüfte. Aus. Ein. Aus. Und dann wechselst du die Seite, nimmst den rechten Fuß, legst ihn auf den linken Oberschenkel, das Knie nach außen, dass du da schöne Dehnung spürst in den Adduktoren, gehst wieder nach außen und einatmen, kommst du wieder hoch und ausatmen, den rechten Fuß zur linken Seite. Also musst nicht unbedingt bis zum Boden, wenn du sehr beweglich bist, kannst du auch bis zum Boden kommen mit dem Fuß. Einatmen, wieder in die Mitte und aus. Ein. Eine ganz sanfte Mobilisation. Die Arme sind geöffnet, Schultern weit. Und schau, dass das Knie nach außen rotiert ist. Und dann löst du langsam die Übung, bringst die beiden Fußsohlen so zusammen. Knie nach außen. Und dann kommst du in so ein leichtes Hohlkreuz, dass der untere Rücken sich abhebt. Atmest ein, ziehst die Arme hinter den Kopf, sodass der untere Rücken vom Boden entfernt ist. Atmest aus, bringst den unteren Rücken auf den Boden, die Hände aufs Becken. Und jetzt den Beckenboden anspannen, aus. Beckenboden einsaugen. Und einatmen, kommst du wieder in diese Beckenkippung, leichtes Hohlkreuz, Arme nach hinten ziehen. Und aus. Und da geht es wirklich darum, den Beckenboden jetzt ausatmend anzuspannen, zu aktivieren. Bauch wird auch ein bisschen aktiviert. Und wieder ein, loslassen. Und mach das in deinem Rhythmus. Fußsohlen zusammenpressen beim Aus und ein. Eine wunderbare Übung für deinen Beckenboden. Und dann bleib so, die Hände an den Innenseiten, hier an den Hüftknochen, den unteren Rücken verlängern, Füße fest zueinander, Sitzbeinhöcker zueinander, Beckenboden aktivieren und bleib ein paar Atemzüge und halt diese Spannung. Der Atem fließt, der Beckenboden bleibt fest, der untere Rücken am Boden, der Nacken zieht in die Länge, Knie nach außen fallen lassen. Kraft im Beckenboden spüren, Länge im unteren Rücken, Länge im Nacken. Und dann ganz langsam die Übung lösen. Jetzt nimmst du den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Falls das im Knie unangenehm ist, kannst du den Fuß etwas weiter nach außen aufsetzen. Kommst
Langsam hebst dein Becken, kommst hoch, so die Arme jetzt hinter den Kopf. Wenn das zu streng ist, kannst du die Arme auch seitlich ausbreiten, das hilft ein bisschen. Und jetzt den festen rechten Fuß fest in den Boden aktivieren, das Becken nicht hier so abkippen, stabil bleiben. Und den linken Fuß, die Außenkante, gegen den rechten Oberschenkel pressen. Und spür die Kraft im rechten Fuß. Spür die Öffnung im Becken. Eine wundervolle Übung auch für den Rücken. Und dann ganz langsam ablegen, den linken Fuß aufsetzen, den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel, das rechte Knie nach außen und nach vorne bewegen, Becken wieder öffnen, dann einatmen, hochkommen, achte, dass das Knie nicht nach innen kommt, das rechte Knie ist nach außen, so dass du eine Öffnung hast in der Hüfte, im Becken, dann kommst du langsam höher, Kraft in den linken Fuß. Und jetzt die rechte Außenkante vom Fuß fest gegen den linken Oberschenkel, dass die Dehnung hier an der Innenseite intensiviert wird. Spür die Muskeln im Gesäß. Tief atmen. Sehr schön. Und langsam lösen. Und dann bringen die beiden Fußsohlen zueinander. Die Arme so V-förmig nach hinten. Und jetzt Fußsohlen fest zueinander, das Becken heben, Knie weit auseinander. Und bleib in dieser Position. Jetzt den Beckenboden aktiv halten, fest anspannen. Knie nach außen fallen lassen. Wenn das im Rücken zu streng ist, kannst du das Becken etwas absenken. Sollte keinesfalls Druck geben im unteren Rücken. Und wenn du zum Hohlkreuz neigst, achte, dass du Länge hast im unteren Rücken, dass du nicht in die Stauchung kommst. Fußsohlen fest zueinander. Spür das Becken im Beckenboden. Knie weit öffnen. Kraftvoll atmen. Und dann langsam die Übung lösen. Knie zusammen und die Knie zueinander pressen. Innenseite, Länge. Im Rücken, Länge im Nacken, bleib ein paar Atemzüge, ausgleichen, Knie zueinander pressen. Und dann komm über die rechte Seite langsam hoch. Stell den linken Fuß auf und den linken Fuß so 45 Grad nach außen. Dann schau, dass du mit dem rechten Knie weit nach hinten gehst, denn die Fußsohle so auf den Boden auflegst. Und jetzt, je nachdem, wie beweglich du bist, für viele ist das schon genug, so auf die Hände zu kommen. Und vielleicht bist du auch sehr beweglich, dann kannst du etwas tiefer in diese Dehnung hineingehen. Schau, dass der linke Fuß am Boden bleibt, dass er nicht so knickt nach außen. Und vielleicht willst du da etwas aufstützen mit den Fäusten. Und jetzt spür einfach mal, wo es da öffnet, links auf der Seite, in der Leiste, in den Adduktoren. Und press jetzt den rechten Fußrücken so nach hinten, dass du auch hier im Psoas noch ein bisschen Öffnung spürst, Dehnung. Und geh dann langsam tiefer hinein. Wer sehr beweglich ist, kann noch tiefer gehen. Den linken Fuß aktiv in den Boden pressen, den rechten Fußrücken aktiv in den Boden pressen. Es erhöht die Dehnung. Und weich werden da, wo Spannung ist.
Und dann komm langsam hoch, stütz dich so hoch. Dann wechsel die Seite, nimm den rechten Fuß wieder 45 Grad nach außen, weit auf der Matte, das linke Knie etwas nach hinten. Dann gehst du wieder so nach unten. Vielleicht ist es auch besser, wenn du dich auf dem Kissen abstützt, auf dem Block, nur so weit runter gehst. Vielleicht kommst du aber auch schon auf die Unterarme. Dann, wie gesagt, kannst du auch zwei Fäuste machen, wenn das dir hilft. Und dann langsam tiefer gehen und hier spüren. Bei vielen ist es sehr unterschiedlich. Eine Seite spannt mehr. Den rechten Fuß aktiv in den Boden schieben. Achte, dass du hier stabil bist, nicht nach außen knickst. Den linken Fußrücken nach hinten schieben. Den Atem verlängern und loslassen, da wo es spannt. Lass dir Zeit. Und dann kannst du dich langsam wieder hoch bewegen. Und jetzt kommst du in die Hocke. Wenn du da nicht so bequem bist, kannst du dich etwas unter die Fersen legen. Und jetzt bleibst du mal so in dieser Hocke. Richtest dich so auf. Eine meiner Lieblingsübungen. Und dann einfach mal Länge im Rücken, Aufrichtung. Und nun spür den Beckenboden, schließ die Augen. Und jetzt aktiviere den Beckenboden, bring die Sitzbeinhöcker zueinander. Spann den Beckenboden an und ausatmen, lass los. Spür, wie du tiefer sinkst und beim Einatmen Sitzbeinhöcker zueinander. Und ausatmen, loslassen. Jetzt gib mit dem Einatmen auch noch ein bisschen Druck mit den Armen an die Innenseite. Es hilft noch mal mehr, die Beckenbodenmuskeln zu kräftigen, die Innenseite, die Adduktoren. Und ausatmen, loslassen. Einatmen, anspannen. Und jetzt beim nächsten Mal ausatmen, die Muskeln um den Anus herum entspannen. Als würdest du etwas loslassen, was du nicht mehr brauchst. Einatmen, Spannung. Aus. Einatmen, Spannung. Einatmen, Spannung nochmal. Dann ganz langsam die Übung lösen. Und jetzt lockerst du ein bisschen die Beine. Sehr schön. Und dann bringst du die Fußsohlen zusammen. Jetzt für einige ist es besser, wenn du dich auf den Block setzt oder auf den Kissen, wenn du noch nicht so beweglich bist. Und jetzt wollen wir mal schauen, einfach wie offen, dass du schon im Becken bist, auch so die Öffnung. Gehst jetzt mit gestreckter Wirbelsäule nach vorne, also nicht rund werden, wie viele Leute machen, also nicht so rund werden, sondern zieh dich einfach mal so mit gestreckter Wirbelsäule nach vorne, die Fußsohlen so zusammen. Und jetzt erst lasse ausatmen, langsam so dich fallen. Vielleicht reicht hier schon, wenn du sehr beweglich bist, gehst du etwas tiefer. Und wenn du sehr gelenkig bist, leg jetzt den Kopf langsam auf die Füße auf. Wenn das im Rücken unangenehm ist, komm etwas höher.
und betone mehr die Streckung im Rücken und nicht die Vorbeuge. Bleib einfach so, das reicht so. Nun löse langsam die Stellung. Dann nimm die Beine weit auseinander. Kannst, wenn du noch nicht so beweglich bist, die Knie etwas beugen. Dann atme ein. Zum Ausgleichen kommen so in die Vorbeuge. Eben wie gesagt, kannst die Knie etwas beugen. Atme ein, komm wieder hoch. Atme aus, komm in die Vorbeuge. Und wieder ein. Aus. Geht jetzt nicht darum, dass du weit hineingehst und einfach nochmal den Rücken zu lösen, nochmal hier auch in den Beinen zu lösen. Und dann löst du die Übung, nimmst die Beine so zusammen, lockerst nochmal die Beine und dann kommst du in die Sitzhaltung. Wenn dir das unangenehm ist, kannst du natürlich auch in diesen Sitz kommen, so dich aufs Kissen setzen, sonst in den Schneidersitz vom Kissen oder auf den Stuhl, wenn das dir unangenehm ist in den Knien. Und dann richte dich auf und jetzt spüre einfach mal die zwei Sitzbeinhöcker. Spür die Muskeln zwischen den Sitzbeinhöckern, dem Beckenboden. Und vielleicht spürst du da eine gewisse Kompaktheit. Dann spür vom Steißbein zum Schambein, diese Schicht, die Beckenbodenmuskeln. Die Verbindung vom Steißbein bis zum Schambein. Und dann spüre die Muskeln so im Anusbereich und drumherum. Und der Beckenboden ist nicht nur entspannter, ist auch kraftvoller, wie ein Trampolin, das gut gespannt ist. Und nun beobachte mal, wie sich dein Beckenboden mit jeder Atmung bewegt, mitbewegt mit der Atmung. Wie dein Beckenboden atmet. Elastisch ist. Spür diese Bewegung der Atmung im Beckenraum. Vielleicht spürst du es das erste Mal im ganzen Leben so bewusst. Und nimm dein ganzes Becken wahr, diese Vitalität. Denn in deinem Becken ist das Urvertrauen. Und je mehr du Vertrauen hast, desto vitaler fühlst du dich, desto kraftvoller fühlst du dich. Spür das ganze Becken. Und spür die Wirbelsäule, wie sie sich ganz natürlich aufrichtet, wenn du so kraftvoll im Becken bist. Eine ganze Wirbelsäule wie eine Schlange sich aufrichtet, nach oben in die Länge zieht. Nun beobachte die Wirkung auf deine Psyche, denn diese Beckenbodenübungen schenken dir Stabilität, Vertrauen.
Und dann nimm die Hände vors Brustbein, nimm noch ein paar Mal tiefe Atemzüge. Tief durchatmen, ein und aus. Und dann öffne langsam die Augen. Und ich hoffe auch, dass du spürst, wie sich dein Becken jetzt geweitet hat, kraftvoll ist, aber auch entspannt ist. Und wenn du immer wieder Übungen machst für einen vitalen Beckenboden, dann sind deine Organe auch richtig ausgerichtet, die Gebärmutter, Prostata, die ganzen, auch das Zwerchfell. Und deine ganze Wirbelsäule kann sich dadurch besser aufrichten, erfährt Leichtigkeit und unten die Festigkeit. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude mit deinem Beckenboden, mit deinem Becken und noch mehr Vitalität in deinem Leben. Namaste.